So, raus hier. Ja, der guckt uns auch schon so missbilligend an. Er weiß, dass wir ein Ungläubiger sind. Sagen wir mal, tschüss Sumpflager. Und ja, jetzt wo wir außerhalb des Lagers sind, können wir uns das Rezept mal angucken. Kaloms Rezept. Es wird ein bisschen was wert sein. Aber wir haben gerade so viele Klingen gestohlen, dass wir nicht wirklich Erzprobleme haben werden, selbst wenn wir ein teures Schwert irgendwo finden sollten. Also können wir es uns ruhig leisten, das Rezept an Dexter zu geben. Auch wenn wir uns da nicht wirklich Hoffnung machen, dass wir was zurückbekommen. Aber wie gesagt, nur weil wir es mit einem Lager uns verscherzen, heißt es ja nicht, dass wir uns automatisch auch mit allen Mitgliedern das verscherzen sollten. Denn man weiß nie, wenn man sich wieder sieht. So, da ist der Wald. Fluss folgen, dann kommen gleich die Echsenviecher. Und dann müssen wir das alte Lager schon sehen. Was machen wir mit dem Brief aus der alten Mine? Das sollten wir auch machen, bevor wir ins neue Lager gehen. Hier waren die Echsen. Also ja, den Brief aus der alten Mine sollten wir holen, bevor wir ins neue Lager gehen. Denn Diego hat ja schon gesagt, dass das neue Lager sehr interessiert in diesem Brief ist. Und es wäre jetzt albern, wenn wir nur weil wir möglichst schnell dem Lager beitreten wollen, ins neue Lager laufen. Und dann gleich von Laras den Auftrag bekommen, du könntest da so einen Brief abfangen gehen. Und den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Also ja, wir geben jetzt Dexter den Trank. Das Rezept von dem Trank. Ich verhaspel mich da irgendwie immer. Wir geben ihm das Rezept von dem Trank und schauen dann in der alten Mine vorbei. Die war nordwestlich von dem alten Lager und ist auch durch ein riesiges rotes X auf der Karte markiert, die wir hier bei uns haben. So, Dexter war auf dem Marktplatz. Das heißt, Südtor und dann links rum? Ja, ich glaube schon. Haben wir es eigentlich mit dem alten Lager schon in irgendeiner Form verscherzt? Bisher haben wir noch jeden Auftrag einfach so erfüllt. Haben niemanden beschissen, obwohl wir es hätten tun können. Also wir hätten mit Whistlers Erz durchbrennen können für das Schwert. Wir hätten mit Nex Amulett durchbrennen können. Aber wir haben es trotzdem Fisk gegeben. Also nee. Bisher mögen wir uns noch alle hier. Also außer Bloodwind natürlich. Dem wir kein Schutzgeld mehr zahlen wollten. Dexter ist am Pennen. Das war die Hütte von Fisk. Dexter stand immer auf der anderen Seite. Ah gut, du schläfst noch nicht. Ich habe das Rezept, das du wolltest. Sehr gut. Zeig her. Gut, jetzt kann ich die Tränke selber herstellen. Bist ein guter Mann. Werde Diego von der Sache erzählen. Hier, nimm das für deine Mühen. Was haben wir jetzt bekommen? Keine Waffe. Erz. Anscheinend, aber wie viel kann ich so nicht sagen. Denn wir hatten ja schon eine Menge vorher. Na gut. Verkaufen wir noch ein bisschen Krimskrams, wenn er noch wach ist. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Ah, und wenn er überhaupt irgendwas zu verkaufen hätte. Oh, Dietriche. Da haben wir gerade ein paar verbraucht. Kaufen wir mal alle Dietriche ab. Wir haben ja jede Menge Klingen, die wir loswerden wollen. So. Oh, das passt schon so. Okay, mit Horus hatten wir schon gesprochen. Also müssen wir jetzt nur noch zur alten Mine. Und vorher sollten wir eigentlich irgendwo schlafen. Denn nachts in der Mine? Nee, nicht unbedingt. Aber an unserer Hütte sind wir jetzt schon vorbei. Ha. Ist hier irgendwo was frei?
Hey du! Anscheinend nicht. Die richtige Entscheidung. Auch wenn wir inzwischen jeden von den Butlern einfach umhauen könnten und in den Dingen schlafen. Aber wie gesagt, wir sollten uns nicht unnötig mit Leuten verscherzen. Oh, was ist mit Diegos Hütte? Hey du! Na, nicht schon was wieder. Denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Nö. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Also was ich gerade sagen wollte, vielleicht könnten wir den Diegos Hütte pennen. Weil er ist ja für die Neuen zuständig. Also, auch vielleicht, dass sie irgendwo schlafen können? Diego? Du meckerst schon mal nicht, das ist nett. Oh. Ah, okay. Also er mag zwar sehr berechnet sein und ein ganz schöner schleimiger Kerl, aber wenigstens lässt er uns in seinem Bett pennen. Na gut, aber jetzt gehen wir mal zur alten Mine. Das müsste dann aus dem Nordtor raus und dann über die Brücke, wo wir reingekommen sind. Und dann nicht rechts zu der Abladestelle, also wo wir angefangen haben, sondern links rum. Oh, bei den Jägern brauchen wir nichts mehr, ne? Ne, das haben wir schon alles gelernt. Oh, aber das ist ein Scavenger, den nehmen wir mit. Und zack. Das Fleisch könnten wir eigentlich langsam schon liegen lassen, oder? Ich meine, so viel Schaden bekommen wir zurzeit nicht. Wir können jeden Scavenger und jede Schweineratte mit einem Schlag töten. Das sind gleich schon wieder 2 Haxen. Und wir haben jetzt schon 50 oder so. 56 Stück. Naja, man weiß nie, was noch kommt. Also behalten wir die erstmal und sammeln sie auch schön weiter fleißig ein. Dich auch noch. Ah, schön, schön. Stufe aufgestiegen. So. Oh, da ist ein Wolf. Wolfsfälle sind immer gut. Bist du denn auch alleine? Ja, umso besser. Ah, die beißen aber doch schon ganz schön garstig zu. Also 2 von denen gleichzeitig könnte ein Problem werden. Was haben wir hier? Oh, also rechts, links? Nee. Rechts, rechts, links, links. Rechts, rechts, links, rechts. Also. Und noch mehr Fleisch. Ja, super. Wir hätten mal gleich am Anfang hierher kommen sollen. Okay, dann wäre der Wolf wahrscheinlich ein Problem gewesen. Also links. Links. Links, rechts, rechts. Rechts. Links, rechts, rechts, links. Okay, genauso viel Dietrich haben wir verbraucht. Bier, Fackeln, Pfeile. Na gut. Sonst ist hier nichts. Sieht aber auch aus wie ein kleiner Beobachtungsposten oder dergleichen. Komisch. So. In der Richtung müsste irgendwo die alte Mine sein, oder? Gucken wir mal auf die Karte. Da ist das riesige X. Also wir müssen jetzt über den Fluss rüber, durch den Wald durch und dann dem Weg folgen. Ja, gegen den Strom schwimmen ist nicht so eine gute Idee. So. Jetzt essen wir aber erstmal eine Kleinigkeit und dann speichern wir ab. Wird ja auch langsam mal wieder Zeit. So, LP 16.
So, vor dem Wald wurden wir immer wieder gewarnt. Aber das ist schon eine ganze Weile her. Schauen wir mal, wie gefährlich er wirklich ist. Also der eine Wolf war ja machbar. Zwei Wölfe könnten ein Problem werden. Mal schauen, wie groß die Rudel hier sind. Scavenger sind schon mal kein Problem. Und da hinten habe ich auch noch eine Blutfliege gesehen. Das ist ja auch nicht so wirklich das Problem. Da. Oh, drei Blutfliegen. Was ist das? Das ist eine Höhle im Boden. Schauen wir gleich mal. Na, komm her. Hinten noch eine Schweineratte. Aber wirklich gefährlich ist es hier nicht. Noch mehr Scavenger. Oh oh. Das war knapp. Na, kommt her. Das war eine komische Ecke hier. Das ist eine Höhle, die wohl oben eingebrochen ist. Hm. Da sind wir halt runtergepurzelt. Was haben wir hier? Schüsseln, Trank und Bier. Hm. Aber wir sollten wesentlich mehr darauf achten, wo wir hintreten. Scheint hier nicht sehr sicher zu sein, die Gegend. Also, was den Boden angeht, nicht was die Monster angeht. So, die Scavenger nehmen wir auch noch mit. Und zack. War die noch ein zweiter? Hm, egal. So, also da oben sind wir irgendwo reingefallen. Schauen wir uns den Rest nochmal an, bevor wir weiter zur Mine gehen. Oh, oh, was seid ihr denn da hinten? Ah. Vielleicht ist deswegen der Wald so gefährlich, wegen den Biestern. Die sehen ja aus wie wandelnde Mäuler. Also könnten das die Snapper sein. Die Jäger haben ja gesagt, dass wir jetzt auch von Snappern und von Schattenläufern Felle und dergleichen abnehmen können. Hm, vielleicht sind die ja eins von den beiden. Aber was wir nicht kennen, sollten wir erstmal nicht anfassen. Wenn wir im neuen Lager aufgenommen wurden und vielleicht eine von den schicken blauen Rüstungen bekommen, dann können wir es mal probieren, sowas anzugehen. Alles schön, Schritt für Schritt. Und wie wir gesehen haben, es gibt ja noch so viele Ecken hier, die wir erforschen können, um ein bisschen Kampferfahrung zu bekommen. Da sollten wir jetzt nicht Dinge angehen, von denen wir nicht wissen, wie stark sie sind. Aber was ist hier? Ist das die Mine? Sieht ein bisschen so aus, ne? Auch wenn hier keine Menschenseele zu sehen ist. Hm. Ist hier irgendwas vorgefallen? Oder haben die einfach kein Erz über für Soldaten, die hier aufpassen? Komisch, komisch. Oh. Erz in seiner Rohform. Und wir haben die Hacke verkauft. Naja. Würde wahrscheinlich eh nicht gern gesehen werden, wenn wir einfach so hier anfangen, das Erz abzubauen. Und das dauert bestimmt doch ewig.